wenn Sie als Interpret an der Orgel merken in den Pausen, es fällt keine Stecknadel. Das sind so Momente, für die lohnt es sich zu üben und zu leben. Die Kirchenmusik ist so existenziell, dass ich spüre, wenn etwas fehlt in der Liturgie. Da erlebe ich immer wieder tolle Momente, wo ich sage, das ist etwas, was wir weitertragen müssen. Und was wäre der Glaube ohne alle musikalischen Vollzüge? Die Musik in den Gottesdiensten hat immer Sinn. Und das finde ich schön, wenn das die Gemeinde spürt und mitvollzieht. Das Leuchten der Kinder dann zu sehen, wenn die ihren ersten Auftritt haben als Engel im Krippenspiel, das ist immer ein ganz, ganz großes Highlight. Dass man eben die ganze Bandbreite wirklich abdecken kann. Und da finde ich diesen Beruf Kirchenmusiker, Kirchenmusikerin einzigartig in der heutigen Zeit. Es geht darum, die Seelen zu berühren, die Menschen zu berühren und, wenn es irgend geht, auch zum Mitmachen anzuregen. Ich finde, der Kirchenmusikerberuf ist der schönste der Welt. ...1963 war ja nun das Konzil gewesen und da musste man jetzt einfach auch von kirchenmusikalischer Seite weiterkommen. Die Instruktion des Konzils, was Liturgie und Kirchenmusik angeht, umzusetzen und in die Gemeinden zu tragen. Und da brauchte man eine Institution, die das vermittelt. Nicht nur das eine ändern, das andere verbessern, sondern der Kirchenmusik einen neuen Stellenwert geben. Und dann waren wir wirklich dankbar für die Impulse, die dann von Dr. Gabel und Professor Musch kamen. Wir sollten uns doch mal ans Ordinariat wenden und unsere Zukunftsvisionen formulieren. Denn wir hatten von den Jahrgängen über uns ein wenig Frust mitbekommen. Zug um Zug wurde diese Institution aufgebaut, die Strukturen geschaffen. Der Herr Dobrowolski ist der erste Leiter vom Amt für Kirchenmusik, hat in Zusammenarbeit mit der Kommission für Kirchenmusik ein Stellenkonzept entwickelt. Ich hatte ein Riesenglück, dass ich die erste sein durfte, die so eine Stelle annehmen konnte. Zunächst hieß es ja Bezirkskirchenmusikerin, später dann, nachdem die ganzen Vorbehalte beseitigt waren, Bezirkskantorin. Ich denke, das sind schon die richtigen Schritte gegangen worden mit Bezirkskantoren, die auch ein Kollegium bilden sollen, der Aufbau des Ganzen. Die Erzdiözese Freiburg ist groß, da musste man schon gut auf die Landkarte schauen und schauen, dass möglichst alles ein bisschen abgedeckt war. Ich habe dann gemerkt, dass da im Grunde auf einmal wirklich eine Professionalisierung schon vorlag. Aber die ganze Stellenstruktur war natürlich noch mit Lücken. Zunächst mal hatte ich das Glück, wirklich das Glück, doch eine Bezirkskantorstelle nach der anderen mit guten, vor allen Dingen menschlich guten Kollegen besetzen zu können. Meine intensivsten Erinnerungen an die Zeit als Amtsleiter sind die von Kollegialität und Kompetenz und starkem Engagement der Bezirkskantor. Dass die 15 Bezirkskantorinnen und Bezirkskantoren sich zu einem Team entwickelt haben, was wirklich ein toller Ideenpool ist, das ist eine Sache, die es in vielen Diözesen so nicht gibt. Jeder von uns hat seine Stärken und das wird im Kollegium auch wahrgenommen und das finde ich ganz arg schön. Wir planen unsere Fortbildungen, wir schauen, was wäre für uns interessant, wo kriegen wir einen neuen Input. Es geht auch darum, dass wir von der Ausstattung der technischen Möglichkeiten in unseren Büros. Also wir schauen, wer braucht was. Die Arbeit soll auch im Büro Spaß machen. Das Besondere ist, dass jeder Tag anders ist, jede Woche ist anders. Wir haben die Gottesdienste vor Ort, die wir gestalten durch Orgelspiel, durch Chor. Dann haben wir einen großen Block mit dem Unterricht, wo wir unser Wissen und unsere Erfahrungen weitergeben im Orgelunterricht, Chorleitung und auch in den kirchenmusikalischen anderen Fächern.
und sind selber künstlerisch tätig im Konzert, als Organisten, als Chordirigenten, als Kammermusikpartner. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die da passiert, weil das so Leuchtturmcharakter hat. Also wir sind ja eigentlich nur 15 Leute auf die ganze Erzdiözese Freiburg verteilt. Dann gibt es so Anziehungspunkte für die Leute, die sowas suchen. Wir haben 15 Bezirkskantorenstellen, wir haben 20, 25 weitere hauptamtliche Stellen, aber die Mehrzahl der kirchenmusikalischen Arbeit wird von Nebenamtlichen geleistet. Die C-Ausbildung, die schon bei meinem Dienstbeginn eine wichtige Säule war, ist geradezu explodiert. Da gab es Intensivkurse mit 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das hat sich nachher wieder ein bisschen normalisiert. Dass es in der nebenberuflichen Ausbildung so ein Niveau ergeben hat, das finde ich phänomenal. Und was immer toll war, dass das Kollegenteam an einem Strang gezogen hat. Da geht mir echt das Herz auf, wenn junge Leute sich für Kirchenmusik interessieren und ich da einen Beitrag leisten kann. Das größte Geschenk, was ich in meinem Leben beruflich mitbekommen habe. Wir haben gerade in den Gottesdiensten viel, viel mehr erfahren und miteinander erlebt. Zwischen Lachen und Weinen, zwischen Fehler machen dürfen und dann trotzdem keine machen, dass das sich eingependelt hat. Die Menschen haben sich in den letzten 50 Jahren auch verändert, die Wünsche, die Bedürfnisse, sodass wir uns auch schon die Frage gestellt haben, wen bilden wir aus, für was? Dass wir da immer wieder auch sehr aufmerksam die Situation beobachten und entsprechend darauf reagieren, dass wir mit unserem Ausbildungsangebot auch am Puls der Zeit bleiben. Das Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg und das Institut für Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Freiburg sind auf sehr vielfältige Art verbunden. Ja, und schon sehr lange. Es gibt sehr viele Zusammenhänge, weil die Musikhochschulen würden ja quasi austrocknen, wenn kein Nachwuchs mehr käme. Und der Nachwuchs kommt ganz stark von der C-Ausbildung. Einige meiner Schüler sind jetzt zum Teil auch durch diese C-Ausbildung bei mir dann zu einem Musikstudium gelangt. Das finde ich auch immer schön, wenn man da als prägende Gestalt für die jungen Leute wirkt. Wir merkten, dass das System der Bezirkskantoren ergänzt werden muss. Wir brauchten einfach, wo es sich anbot, einen kirchenmusikalischen Schwerpunkt zu setzen, einzelne weitere Stellen mit diözesanem Zusatzauftrag. Botschafter beschreibt es eigentlich mit einem Wort ganz gut, was ich versuche zu sein, dass die Menschen, die ich unterrichte, sagen, Kirchenmusik in allen Facetten, die es gibt, dass das was Gutes ist, dass das ganz klarer, wichtiger und unumgänglicher Bestandteil einer lebendigen und bestens interpretierten Liturgie ist. Bevor ich hierher kam als Amtsleiter, da habe ich durch diese Mitgliedschaft im Purgatoris-Verband viele, viele intensive Eindrücke in den internationalen Festivals gehabt. Und es gibt nichts Schöneres, wie wenn 3000 Kinder Jubilate Deo singen. Ich habe natürlich versucht, das auch stärker noch in das Amt für Kirchenmusik hineinzutragen. Dadurch entstand diese Kinderchorausbildung, die damals einmalig war, deutschlandweit. Es ist ganz klar, dass Freiburg da eine Vorreiterrolle hat. Auch im Bereich der Publikation, im Freiburger Kinderchorbuch 1 von 2008, Freiburger Kinderchorbuch 2 jetzt von 2020. Musik ist ein Thema, wo man alle Kinder selbst schon im Kindergarten gut erreichen kann, ohne mit großen Erklärungen kommen zu müssen. Sie singen tolle Literatur aus dem ganzen Bereich der Musikgeschichte, eben von der Gregorianik bis zur Gegenwart. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich als damals noch nebenamtlicher Chorleiter an einer Freiburger Kirchengemeinde das erste Mal den Flyer Ende der 80er Jahre zur kirchenmusikalischen Werkwoche bekommen hatte. Es waren damals schon 5 oder 6
parallel laufende Kurse, zu denen man sich anmelden konnte, wo man sich in verschiedenen Sparten der Kirchenmusik weiterbilden konnte. Diese kirchenmusikalische Werkwoche nahm einen ungeahnten Aufschwung, dass Mitte der 90er Jahre es mal einen Kurs mit 163 Teilnehmern gab, wo wirklich auch das letzte Notbett des Bildungshauses St. Bernhard belegt werden musste, um diese Menge zu fassen, dass die Enge im Speisesaal drangvoll war. Als das Amt für Kirchenmusik gegründet wurde, war ja die Frage, wie kommuniziert man? Und die Diözese ist sehr groß. Es fing mit Schreibmaschine geschriebenen Einzelblättern an, aber bis heute stimmt unsere Nummerierung. Für mich ist das die Infodrehscheibe für Kirchenmusik in der Erzdiözese Freiburg. Gerade diese Teamarbeit, die hier in diesem Bezirkskantorenkollegium vorhanden war und ist, hat vieles überhaupt erst möglich gemacht. Nur so, glaube ich, sind auch unsere vielen wunderbaren Editionen entstanden und führend geworden im kirchenmusikalischen Deutschland. Es war eine schöne Aktion eigentlich. Man lernt da viele Stücke kennen. Man lernt zum Beispiel auch, was man in Gemeinden ja auch braucht, man lernt über die Qualität von Stücken zu diskutieren. Ist gar nicht so einfach. Wer eigentlich den traditionellen alten Kurs weiterfahren will, der kann das mit dem neuen Buch wunderbar tun. Und wer mehr machen will, hat schon ziemlich viele Impulse. Man sieht es auch daran, dass es jetzt, wenn ich recht sehe, noch kaum, bei uns gar keine Alternativpublikationen gibt. Wenn ich irgendwo hinkomme und eine Kirchenmusikerin oder einen Kirchenmusiker treffe, dann sagt er, ich habe wieder aus eurem Chorbuch gesungen. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann für die Belohnung der Arbeit. Die Strukturen, die sich ergeben haben seit 1973, das war für uns ein Glücksfall. Ich bin dankbar für die Geschichte und für die Entwicklung und ich gratuliere allen Kollegen, die Wunderbares leisten. Es ist sicher die Stellung der Kirchenmusik sehr stark gefördert worden. In der Verwaltung der Diözese ist angekommen, dass Kirchenmusik ein ganz wichtiges Element der Liturgie ist. Die Strukturen haben eigentlich ganz gut gehalten. Die inhaltliche Arbeit, das geht jetzt schon los. Es hat sich gezeigt, dass plötzlich sich Möglichkeiten auftun, die wir bisher gar nicht gesehen haben. Ich verspreche mir auch dadurch einen Schub für die Kirchenmusik, was die Kirchenentwicklung 2030 angeht, und dass wir da doch immer stärker auch eine Rolle mitspielen werden. Ich habe eigentlich positive Erwartungen, weil ich denke, dass wir uns so diese Vielgleisigkeit kirchlich nicht mehr so gut leisten können. Ich glaube, die Zeichen müssten eher auf Kooperation gestellt werden. Da muss man sich halt austauschen, auch auseinandersetzen. Das ist dann eben so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eher positive Aspekte hat. Das ist die Frage im Blick auf die Zukunft. Wo können wir eigentlich besser, wo können wir enger noch zusammenarbeiten? Ich glaube, das kann auch die wirkliche Chance sein für das Pastoralinstitut und für alle die Einheiten, die da in Zukunft dazugehören. Ich würde mir natürlich die Erfolgsgeschichte weiter wünschen, aber die hängt natürlich von vielen anderen Dingen ab, die unserer Kirche gerade aufkommen. Wir müssten einfach schauen, dass wir wieder mal zu einer feiernden Gemeinschaft zusammenkommen und dass die Kirchenmusik dort wieder ihren Platz einnehmen und begeistern und mitnehmen und aktivieren kann. Wir haben ein Performance-Problem. Leider Gottes sehe ich doch bei sehr, sehr vielen Verantwortlichen in der Kirche, dass sie das, was die Musik eigentlich bringen könnte, letztlich nicht wahrnehmen. Eine kirchenmusikalische oder allgemein musikalische Festrede, die hat man schnell gehalten zu irgendeinem Jubiläum. Das ist sonntags. Und montags. Dass wir nicht dort streichen, wo es an das Innerste des Menschen geht. Also die Ausstrahlung der Kirchenmusik, ob es Liturgie ist oder Konzert, die sollte man im Auge behalten. Dass die Gottesdienstmitfeiernden die gleiche persönliche Erfüllung erfahren mögen, die wir auch bei unserem Tun erfahren. Es wird irgendetwas tun mit den Leuten, etwas Gutes. Und dafür stehen wir.
Wir haben die Möglichkeit, durch Konzerte in den Kirchen Menschen anzusprechen, die mit Kirche an sich nichts zu tun haben. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die Kirchen große Probleme haben, mit ihren Themen anzukommen, geht das über die geistliche Musik. Die bleibt einfach für immer.